Oh Junge, schon wieder Samstagabend, 21:19 Uhr, stimmt sogar. ja, ein wenig Mindtest aufnehmen, würde ich sagen. Das Wasser ist borgt. Aber ich habe eine Vermutung, ich weiß, woran das liegt. Das Wasser ist aktuell ein bisschen kaputt, weil Mindtest-Version wurde geupdatet und ich habe den Wasserheck noch nicht angepasst, dass das wieder vernünftig aussieht. Muss ich noch machen. Beziehungsweise habe ich gemacht, habe die Version selbst kompiliert, installiert und alles wunderbar getestet, lief alles. Und inzwischen scheint es geupdatet worden zu sein. Und jetzt ist es wieder weg, was ich eingestellt habe. Naja, gut, sei es drum. Ja, dann hier in den Keller. Da müssen wir auch noch mal irgendwann wieder rein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, dann. Ein unknown item. Ein unknown note sogar. Oh, und ich muss ganz kurz mal ein wenig leiser drehen. Da solltet ihr eigentlich nichts von gemerkt haben. So. Kommt das in meine unknown note Sammlung? Habe ich da denn schon einen von? Nein. So. Oder anhauen. Hier ist auch eins. Und? Wer hat gesehen, was es ist? Na? Wir gehen mal eben rüber. Ja, oben steht es ja auch. Ja, also Craft Guide ist jetzt rausgeflogen, weil mein Test Game hat jetzt einen eingebauten Craft Guide. Bring den hier eben kurz auch mal zurück und dann gucken wir uns das mal an. Ja. Oh. Dungeon Master. Oh Junge, hoffentlich hält das alles. Ja, ich habe einfach. Ich habe es gerade irgendwie grummeln hören auf dem Ohr. Ich habe einfach ganz stumpf den Dungeon Master wieder deaktiviert, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Problem noch so besteht oder nicht. Gut. Also hier. Rezepte. Wir haben einen eingebauten Craft Guide. Endlich. Hat auch lange noch gedauert. Wie viele Jahre gibt es meinen Test jetzt schon? Genau so lange haben wir auf den Craft Guide gewartet. Den haben wir jetzt endlich. Das heißt, wir brauchen keine externen Tools mehr, mit denen wir das machen müssen, sondern wir haben einen eingebauten Craft Guide. Ich meine, noch bequemer geht es ja wohl nicht, ne? Der funktioniert genauso wie, ne, keine weiteren Verwendungen. Der funktioniert genauso wie alles andere auch. Na, da zeige ich dann beim Klicken die Verwendung an. Wir nehmen mal irgendein Material, was man auch irgendwie verwenden kann. So. Da kann man sich dann eben durchklicken. Und wenn man dann nochmal klickt, zeigt er die verschiedenen Verwendungen an. Dann kann man dann hier sagen, wofür wird dieses Item benutzt. Da sieht man dann auch, wie man diese ganzen kleinen Dinger hier macht. Und wenn man nochmal draufklickt, dann sieht man dann, wie man es herstellt. Finde ich ganz gut so. Gefällt mir, bleibt so. Dann ist es schon wieder Nacht geworden. Dann ist mir vorhin ganz kurz beim Starten noch irgendwas aufgefallen. Game Commands, kill me. Irgendwo hatte ich nämlich noch was gesehen von wegen. Es Teleport. Kann auch sein, dass ich mich da getäuscht habe. Irgendwo hatte ich noch irgendwas mit Wetter gesehen, aber frag mich nicht. Jedenfalls, neue Mindtest-Version, neues Glück, würde ich sagen. Beziehungsweise alte Welt. Ich habe hier beim Testen gerade so ein bisschen unseren Standpunkt hier abgerupft. Naja, was soll's. So, dann laufen wir nämlich hier einfach einmal ganz entspannt diesen schönen Weg hier längs. Einfach nur so, weil wir nichts zu tun haben. Ja, Dungeon Master notified, genau. Also irgendwo scheint ein Dungeon Master gespawnt zu sein und der ist jetzt kaputt. Konnte man den nicht irgendwie aufräumen? Gab es da nicht irgendwie? Clear irgendwas?
Gab's da nicht irgendwo? Clear Objects war das. Na, no, wollen wir mal die Objects clearen. Clear Objects. Okay. Wer weiß, vielleicht funktioniert's ja. Ach, wir gehen mal hier den Weg zurück. Hier war ja irgendwo der Dungeon Master drin. Und entweder ist er weg oder es hat funktioniert. Gut. Ja, unser schöner Gang. So. Ich laufe einfach nur einmal irgendwie quer durch die Gegend. Genau, hier unser Lager, das muss man natürlich noch irgendwie so ein bisschen ausbauen. Und ja, so einrichten, dass es dann auch funktioniert. Hier Treppe hoch müssen wir auch nochmal irgendwann machen. Aber wir haben noch gut zu tun. Wir haben noch gut zu tun, keine Sorge. So, Plan für heute, wir haben keinen Plan. Können dann eigentlich mal ein paar Bäume wieder weiter pflanzen, damit wir hier den Wald mal noch ein bisschen dichter bekommen. Können wir eigentlich mal uns angucken. Und schauen wir mal, was passiert, ne? Ich habe jetzt einfach zu lange nicht mehr aufgenommen, deswegen muss ich mal wieder was aufnehmen. Guck mal hier, wir können uns hier eigentlich mal das mitnehmen und das mitnehmen und das mitnehmen und das mitnehmen. Die Kiste wollten wir eh eigentlich irgendwann mal leer machen, ne? Hat ja super geklappt bisher. So, zack. 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 So. Und wenn wir sie leer machen sollen, tun wir gleich was rein. So. Die Schatten? Irgendwie Schatten. Ich bin verwirrt. Ich bin so verwirrt. Darum, wir bauen den wieder zusammen. Mit Nippel drauf. Dann ein energiehaltiges Erfrischungsgetränk, wie immer. Marke zuhalten, in die Kamera halten. Wie sich das gehört. So. Und Stahlhalm einführen. Es tropft. Es tropft. Hilfe, es tropft. Am besten bitte diese Folge ohne Bild gucken. Das Kopfkino, das tut sein Übriges. Jetzt wird der Stahlhelm eingeführt, dann tropft es, dann wird rumgeschlabbert. So, jetzt müssten wir aber eigentlich alles fertig haben. Dann kommen wir hier genüsslich. Alles kaputt, alles kaputt. So, jetzt haben wir 9 Minuten, was mir einfällt. Ich habe das Scaling mal rausgenommen aus meiner Konfiguration, was jetzt dafür sorgt, dass es ist alles sehr eng geworden. Aber es muss eh überarbeitet werden. Aber mir ist hier unten bei der Dings was anderes aufgefallen. Und zwar müssen wir hier mal gucken. Wir haben hier den Anzeigeversatz. Gehen wir nämlich hier ein bisschen höher. Dass das hier unten diese Ecke, sieht man das? Ja, sieht man. Dass hier unten diese Ecke gleich ist. So. So. Oder wir gehen hier ein bisschen weiter ran. Gehen hier wieder runter. Dann ist es zwar so, dieser Bogen unten vom G, der ist dann zwar irgendwie ziemlich weit am Rand. Aber ich glaube, so ist tatsächlich. Na, ist noch nicht. Ist noch nicht. Ist noch. Ist noch nicht. Der muss hier noch. So.
Jetzt kommt das wieder ungefähr hin. Gut, okay. Also, jetzt haben wir schön locker mal 11 Minuten damit vergeudet, nichts zu tun. Das ist schon mal sehr gut. Ich stehe hier im Haus rum und wir haben nichts geleistet bisher. Absolut nichts, Junge. Gar nichts. Ja. War es eigentlich schon wieder für diese Aufnahmesession, oder? Na, mal gucken, wie lange wir heute tatsächlich noch machen wollen. Erstmal wollte ich hier oben mal die Baumfarm ein wenig bearbeiten. Dass wir ein paar Setzlinge kriegen. Inventar ist ja relativ gut aufgeräumt. So. Zack. Zack. Dies klappt ja so lala. Aber es klappt zumindest, wie es klappen soll. Kommt man hier hinten auch noch dran? Da, alles weg. Hier alles weg, hier alles weg. Hier alles weg. Da ist die gute Axt hinüber. Wir haben ja hier noch eine schöne... So. Gucken wir doch mal, das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Also man muss auf jeden Fall immer die Bäume einzeln einmal anhauen, dass sie abgebaut werden sollen. Danach das Abbauen an sich. So. Ah, kommt da nicht rein. So. Hier noch. Es ist keine Arbeit, die Spaß macht, aber sie muss gemacht werden. Aber es geht ja zum Glück dank der Mod relativ entspannt. So. So. Und die ganzen Dinger hier an der Seite, die stehen alle zum Glück noch. können wir hier mal so ein Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Dann bleiben wir einfach mal in der Mitte stehen und gucken mal, was passiert. Also er macht irgendwie einen nach dem anderen, ne? Gut, dann ist das Ganze tatsächlich einfach nur, dann bin ich wieder mal zu ungeduldig. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Kurz ein Momentchen warten. Ach, den macht er nicht, gut. Den macht er. Den macht er auch. Der da hinten, der gehört noch zu einem anderen Baum. Okay. Gut, haben wir wieder was gelernt, den Bäume also immer in Vierern abhauen, okay. 1, 2, 3, 4 und dann einfach warten, bei der Gelegenheit ein bisschen Erfrischungssaft. So. Und dann sind die Bäume weg. Ja, super, 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 genau so muss das laufen. Und genauso habe ich mir das mit der Baumfarm auch vorgestellt. So. Muss halt geduldig sein, ne? So. Nachdem die jetzt alle weg sind, können wir jetzt hingehen und wieder nachpflanzen. Ein paar Setzlinge haben wir ja. So. So, so. Einmal die Runde in die Richtung. Ich glaube, heute gehen wir mal im Kreis, ne? Kreis bei den ganzen Ecken. So.
So. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da war ja wohl nichts, ne? So. So und so. Und dann ist die Baumfarm wieder fertig. Und den Rest der Setzlinge, den pflanzen wir jetzt ein für unseren Wald. Aua. Guck mal, hier wächst auch nichts mehr. Hier wächst auch nichts mehr, hier wächst auch nichts mehr. So, hier könnte noch überall was wachsen. So. So, hier könnte auch noch was wachsen, aber hier, da ist ja der See. Da soll ja gar nichts mehr wachsen. Na, der wird eh nicht wachsen. Der wird auch nicht mehr wachsen. So. Ja, und hier ist dann der Wald zu Ende. Das ist doch schon mal sehr gut. Können wir nämlich mal gucken. Alles, was hier eh nicht mehr wachsen wird, dass wir so ein bisschen mal einsammeln, dass wir da ein paar Setzlinge kriegen. 28 Setzlinge nur noch, meine Güte. Ja, hier ist der Hügel. Miau. Genau. So, da kommt auch noch einer hin. Beziehungsweise nein, da kommt keiner hin. Genau, hier ist die Grenze nach unten hin. Vielleicht sogar noch ein weiter, oder? Dass wir hier bis zu dem... Ah, wir gucken mal. Wir können auch hier einen Weg irgendwie längs führen lassen. Das geht dann schon. Ja, wir sind hier überall auf der Höhe geblieben. Das heißt, dann bleiben wir hier auch auf der Höhe tatsächlich. Und dann sammeln wir hier die Setzlinge mal ein, die hier nicht mehr wachsen werden. So. Setzlinge, da sind noch Setzlinge. Kommen wir natürlich nicht ran, da kommen wir nur von hier ran. So. Eieieiei, es wird richtig dunkel hier im Wald, wenn es Nacht ist, ne? Aber so soll es ja auch sein. Da soll ja richtig, richtig dichter Wald sein. Ja, guck mal, hier, das wächst alles nicht mehr. Da machen wir uns gar nichts vor. Hier wächst nichts. Oha, es ist jetzt aber schon... Oh, muss man schon genau hingucken, ne? Oh, ich sehe in der Vorschau, es ist Schwarzbild. Tut mir leid. Ich sehe noch so einen kleinen Rest. Und das war's. Mal gucken, ob wir das ein bisschen hochdrehen dann in der Nachbearbeitung oder so, dass man dann ein bisschen was erkennen kann. Ansonsten ist es halt... Kurz mal ein bisschen dunkel. Ui. Ja, ja. Oh, die wichtigsten Setzlinge hier unten, die holen wir mal weg. Der Rest. Man, hier, guck mal, hier könnte tatsächlich noch ein Baum wachsen. Oh, ist das der hier? Da könnte noch einer wachsen. So. Guck mal, hier hinten schimmert es auch schon durch. Da sind wir quasi schon wieder zurück. Genau, zu dem Teil, der schon fertig ist. Ja. Hier könnte auch noch was wachsen. Aber hier wächst nichts mehr. So, hier wächst auch nichts mehr. Ja, hier kommt man nicht rüber, hier kommt man rüber. So, dann schauen wir mal. Hier könnte noch was wachsen. Wollen wir hier was wachsen lassen? Hier lassen wir was wachsen. Komm. So. Und dann haben wir, glaube ich, tatsächlich relativ gut alles fertig, oder? Ja, nicht so ganz, aber... Ich warte kurz, dass mal hell wird, dass man wieder ein bisschen was sehen kann. Kann ich ja schon mal ein bisschen reingehen wieder. Ja, aber so setzlingmäßig ist hier halt auch nichts mehr. Gut. Ups. Oh, ist kein Durchkommen. Kein Durchkommen mehr. Hier ist noch so hell. Guck mal, hier wächst noch was. Hier sieht auch so aus, als ob noch was wachsen könnte. Na komm, wir machen mal hier noch einen hin. Dann wächst da noch was. Und ansonsten, hier kann man doch irgendwo raus. Genau, hier kommt man wieder raus. Ja, jetzt sieht man noch wieder was. Guck mal, die ganzen Setzlinge habe ich alle stehen gelassen, weil die alle
alle unsichtbar waren, als es dunkel war. So. Ja, und hier ist der Wald quasi zu Ende. Er schließt ja hier mit dem anderen Wald irgendwie sich zusammen. Wir können den ja hier so ein bisschen verlängern nochmal. So. Dass er nicht so ganz dicht mehr ist hier hinten. Schauen wir mal, hier ist die Klippe. Ja, das Wasser sieht halt echt noch komisch aus, aber da weiß ich, woran das liegt. So. Genau, hier ist freie Fläche. Guck mal, dann kann man nämlich hier wunderbar irgendwie so einen befestigten Weg drauflaufen lassen, der dann hier abzweigt. Und hier dann rüber geht, mit so einer Brücke, hier oben. Ja, über den Fluss hier rüber. Und hier sollte ja auch noch irgendwo das Dorf sein. Ja, guck mal, hier ist nämlich... Wir gehen hier mal eben hoch. Gucken uns das mal von oben eben an. Genau, hier ist das Wüstendorf. Oder hier. Dachte, hier wäre noch mehr Wüste, aber hier ist gar nicht so viel Wüste. Ne? Hier ist die Wüste erst. Machen wir das Dorf hier auf der Seite, da wo jetzt die Wüste ist, oder hier die Sanddüne ist eher. Da machen wir dann ein kleines Dörfchen hin und dann könnte man natürlich einen Tunnel durch diesen Berg durchmachen. Oder durch diese Erhebung durchmachen. Hier irgendwie, dass man dann hier zum Wasser kommt. Wobei hier müsste dann schon sehr... Na, vielleicht machen wir auch einen Weg drüber oder so. Das können wir dann ja immer noch mal schauen. So, und der Wald. Ja, der Wald ist schön. Ah. Au. Au. Au, meine Beine. Upsala. Aber gerade so überlebt, ne? Gerade so überlebt. Ja, muss zugeschüttet werden. Oh, man könnte natürlich auch das Dörflein so ein bisschen so als Bergbaudorf benutzen. Da machen wir hier so einen Eingang zu so einer Mine. Wo geht das denn hier überhaupt hin? Hier war ich noch gar nicht, ne? Na, guck mal, hier war ich noch gar nicht. Oh, hier mal. Oh. Du Hühnerschrecker hier, komm. Schleich die! Sorry. Hab ich denn eigentlich hier noch... Ja, meine gute Kaktusrüstung. Die Kaktusrüstung piekst. Die piekst und sticht im Schritt. Was? So. Oha. Ja. Und hier ist Sackgasse. Ja, nice. Guck mal, hier ist nämlich auch noch eine Höhle, die man irgendwann mal erkunden sollte. Vielleicht nachdem wir das Dorf gebaut haben. Und hier ist ein bisschen... Klang mal anders. Gut, es ergibt Sinn, weil hartes Material auf hartes Material schlägt. Und die Fußstapfen sind auch anders. Mein Test 5.4. Ich bin irritiert. Aber nice. Es klingt auch okay. So. Genau, hier ist der Weg. Der schlängelt sich dann hier tatsächlich irgendwie so entsprechend längs. Ich überlege gerade, ob wir den tatsächlich so als abgesperrten Weg zu einer Seite hin irgendwie machen mit Zaun auf der Seite. Ah, warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Dann folgt der Weg nämlich relativ streng hier dieser Form von dem Absatz. Und auf der anderen Seite ist dann, also folgt hier so dem Absatz. Dann ist zweimal Kies und auf der anderen Seite ist dann hier so. Und hier ist ein Zaun drauf oder so. Ah, wir gucken mal. Ja gut, hier wäre der Weg ja so ein bisschen zu Ende. Das heißt,
die ganze Ecke hier, die muss ja eh nochmal anders gemacht werden. Das heißt, hier ist dann der Weg halt irgendwie. Und an der anderen Stelle ist der Weg dann normal.